Momonichio und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yu-Gi-News. Heute wieder aus dem Studio und wir steigen zuerst wieder ein mit Master Duel, denn dort ist ein neuer Solo-Modus gedroppt worden, nämlich der Subterra-Solo-Modus. Und dazu gibt es passend, wenn man halt entsprechend durchspielt, kriegt man Spileogeist-Hüllen und ein Spileogeist-Icon. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann ist für uns in der TCG das Jack Atlas Structure Deck endlich angekündigt worden. Der König kehrt zurück. Das Deck hat noch keinen echten Namen, though. Also, warum? Anscheinend brauchen sie noch ein bisschen Zeit, sich das zu überlegen. Aber haben sie noch ein bisschen. Das Deck kommt nämlich am 22.09. zu uns. Wir kennen ja schon einige Karten, die da drin rauskommen werden, aber noch nicht alles. In der OCG gab es ja schon einiges, was angekündigt worden ist, aber da fehlt noch einiges, was da noch alles drin sein wird. Und was Reprints angeht auf der einen Seite und natürlich auch vielleicht noch die eine oder andere neue Karte. Aber ja, bei uns haben wir dann halt unser zweites Structure Deck des Jahres neben der Fallenstellerin. Structure Deck gibt es dann ein weiteres für dieses Jahr. Dann kommen wir zum Deck-Build-Pack Valiant Smashers. Na, das sagt euch nichts. Macht doch Sinn, denn es ist gerade neu angekündigt worden. Das ist nämlich der Nachfolger vom Deck-Build-Pack Wild Survivors, also unserem Wild Survivors, was ja auch, glaube ich, Anfang Juni, glaube ich, wenn es rauskommt. Und am 26. August wird nun dieses Valiant Smashers bei denen rauskommen. Und ja, am 26. August, das ist ja halt gar nicht mehr so weit hin von unserer Seite aus gesehen. Das heißt, wir werden über die OCG nun demnächst, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, ein bisschen mehr erfahren, was da alles dabei drin sein wird. Und ich würde jetzt vermuten, entweder wird das jetzt sowas ähnliches wie damals bei uns mit Genesis Impact, was halt auch ein äquivalentes Deckbuild-Pack war und halt quasi im November-Dezember rauskommt. Oder ein Äquivalent halt Richtung The Grand Creators oder Anfang des Jahres Amazing Defenders, das halt quasi im Januar Release wird. Das wird eine der zwei Optionen, wie es dann bei uns wahrscheinlich dann rauskommen wird. Was dann noch alles drin sein wird, werden wir erfahren innerhalb der nächsten Woche, wenn Japan dann endlich mal ein bisschen die Hüllen fallen lässt. Dann kommen wir zum Thema, was wir schon diese Woche in Yu-Gi-Matik besprochen haben. Tyler the Great Warrior, das Phänomen, die Karte, die Legende ist ja nun verkauft worden und hat $311.211 erreicht bei eBay, wurde am letzten Samstag verkauft. Haben wir ja darüber schon gesprochen in der letzten Episode Yu-Gi-Matik, aber hier nochmal mitgedroppt. Also ne, ein sehr teurer Verkauf, vor allem für eine Karte, die ich nenne sie mal TCG-Karte, auch wenn sie eigentlich quasi für nichts legal ist. Sie ist halt auf Englisch geschrieben und hat auch ein ENZ-Kürzel quasi. Deswegen würde ich sagen, ist das immer noch eine TCG-Karte und ja. Über die japanischen Setkarten reden wir mal nicht so. So, und dann kommen wir zu einer News, die halt für uns extrem relevant ist, nämlich Duelist Nexus. Da wissen wir schon mittlerweile alles über die OCG Bescheid, weil bei denen ja auch entsprechend das Set mittlerweile rausgekommen ist. Aber für uns ist natürlich noch einiges steht noch aus. Zum Beispiel, wie wird der neue Monstertyp heißen? Der wird Illusion heißen, was bei uns im TCG, glaube ich, ganz gut passt. Passt halt besser als, glaube ich, Illusionist bei uns, weil wir haben ja auch dann so Spellcaster und die haben wir auch nicht ursprünglich Spell genannt, die haben wir dann Spellcaster genannt, hier machen wir quasi das umgedreht. Oder, ja, der hätten wir einfach Spell genannt sonst, das ist auch weird. Das heißt, das passt eigentlich ganz gut vom Namen, finde ich sehr schön und wir haben halt aber noch weitere Infos zum Setinhalt erhalten, wo man sich so überlegen muss, wenn man das ganz so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, könnte das kritisch sein. Denn die Aufteilung des Sets quasi bleibt gleich, aber es wird eine Common weniger geben. Dafür wird es halt insgesamt 25 Quarter Century Secret Rares geben in dem Set. Macht Sinn, spielt auf die Rarity an und auf die Jahreszahl, dass es halt 25 Karten in diesem Set gibt, auch in dieser Quarter Century Secret Rare Variante. Von denen aber eine Karte, und deswegen kommen wir auf die 49 Commons, nur als Quarter Century Secret Rare erhalten wird und sonst in keiner anderen Rarität. Das heißt, ein Common Slot fällt auf diese Quarter Century Secret Rare. Und jetzt denkt ihr euch, okay, ja, haben wir doch bisher auch schon gehabt. Wir haben doch immer diese eine extra Starlight Rare, die halt als Reprint dabei war. In jedem Set war halt dann immer so eine Starlight mit dabei. Ich glaube, es hat Ignition Sword oder Eternity Code war das. Haben wir halt diese extra Reprint-Karte. Macht doch keinen Unterschied, oder? Ja, wenn man das mal so richtig liest, schon. Denn bisher war diese extra Starlight, ja, der Reprint, aber sie war die 101. Karte dabei. Ab jetzt wird es aber so sein, dass es immer eine Karte gibt, die quasi ein Teil des Sets ist bei den 100er Karten. Es gibt keine 101. Karte, es gibt einfach nur 100 Karten. Und von den 100 Karten sind 99 Teil des Sets und eine davon wird es nur als Quarter Century Secret Rare geben. Jetzt habe ich so erstmal so ein mulmiges Gefühl im Magen, denn es fühlt sich nach so einer 10.000 Dragon Situation an, wie bei Battlestar Legend of Armageddon. Denn wir haben halt hier wieder 25 Quarter Century Secret Rare, dieses Wort, das geht so schlecht von der Zunge. Ich habe die auch hier abgekürzt mit QCSR, das ist auch
Was ist das für ein Name? Und wo wir halt 24 davon halt als alternative Rarity bei uns in diesem Set erhalten, so wie wir es früher kannten, auch von Ultis und von anderen alternativen Rarities, was sie auch in der OCG andauernd haben, werden wir jetzt halt quasi auch damit bekommen, aber halt diese eine Karte. Und dabei wird halt auch kein Wort darüber verloren, was allgemein über Starlight Rares wird. Ich nehme an, die können wir jetzt erstmal als gestrichen ansehen. Aber vielleicht auch nicht, weil die waren halt auch nie wirklich so offiziell in den Pressemitteilungen angekündigt oder halt dargestellt worden, dass sie Teil des Sets sind. Die stehen auch, glaube ich, hinten auf den Boostern bei der Boosterverteilung ja auch nicht mit drauf. Und auf offiziellen Datenblättern sind sie auch nicht immer unbedingt mit drauf verzeichnet. Also muss nicht unbedingt was heißen, aber wird eigentlich Sinn machen, weil die OCG haben ja das Gleiche gemacht. Ich glaube, da haben sie, ich weiß nicht, ob sie die Extra Rare hatten oder so eine ähnliche Rarity, die sie halt entsprechend damit ersetzt haben, weil die Extra Rare ist quasi unsere Starlight Rare minus, dass der Pendel-Effekt, dass Pendel Scales halt nicht den Effekt haben. So, aber wenn man jetzt dazu übergeht, wirklich eine feste Karte einzuführen, die nur als Quarter Century Secret Rare zu erhalten ist, nehme ich mal an, dass die Verteilung auch bei diesen Quarter Century Secret Rares angepasst wird. Meine Vermutung ist folgende. Ich denke, es wird pro Display wahrscheinlich so eine Karte geben. Weil bei 25, das ist halt so unwahrscheinlich, wenn du so über einen Case verteilst. Wir hatten ja schon mit Battles of Legend Crystal Revenge ja schon Revenge mit 9. Das war schon hart an der Grenze, was halt sehr schwierig machte, halt bestimmte Karten zu kriegen. 25 wäre Insanity, wenn sie immer noch machen, diese pro 25. Auch wenn sie die Ghost-Verteilung von einer pro Case machen, finde ich das halt immer noch insane. Aber was ich mir natürlich auch vorstellen kann, wäre vielleicht auch die Dreierverteilung, also jedes dritte Display. Das ist das, was wir bei Collectors Rares haben. Aber wie gesagt, dann wird es halt immer noch für diese eine Karte extrem unfair sein, dass die so pervers selten ist. Ich nehme mal an, wir kriegen wie in etwas älteren Sets nun quasi eine Art Ulti mit dieser Rarity halt, wie schon bereits gesagt, das halt mit diesem 25-Jährigen gefeiert wird. Und ich nehme an, dass wir das halt über die ganze Booster-Series kriegen werden, die halt ab Duelist Nexus kommt. Jetzt ist aber die ganz große Frage dahinter, ne? Was, also wenn Konami so weitermacht, wie es bisher war, wir hatten halt immer 80 Karten, die aus dem OCG kommen, oder 81 Karten, je nachdem, ich glaube, ja, von der Set Nummer 0 bis 80 müssen sogar 81 Karten gewesen sein. Ich sag jetzt mal 80 und 20, machen wir die Verteilung. Also, wir hatten 80 Karten, die aus der OCG kamen, und dann hatten wir 20 Karten, die ein Mix waren, entweder aus TCG Premieres, das sind halt unsere Weltpremieren-Promos, die halt zum ersten Mal hier allgemein überhaupt in irgendeinem Card-Game in Yu-Gi-Oh! Gebracht werden. Und die anderen übrigen waren halt OCG-Imports, das sind Karten, die halt die schon in der OCG hatten, die wir noch nicht bekommen haben und die jetzt endlich zu uns kommen. So. Frage ist, behält Konami das bei? Wenn sie das tatsächlich tun, dann wird eine einzige Karte in diesem Set absolut Madness machen. Weil selbst wenn die Karte absolut Trash ist, das sehen wir auch beim 10.000 Dragon, macht das absolut keinen Unterschied. Die Leute werden Leute meucheln dafür, um diese Karte zu haben, weil sie so extrem selten ist. Wenn die Karte, sagen wir mal, eine Karte ist, die so als One-Off gespielt wird in bestimmten Decks, aber halt relativ generic ist, zum Beispiel sowas wie eine Baronin. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie teuer so ein Ding wäre. Also, wenn wir uns angucken, dass eine Baronin schon bei 60, 70 Euro ist, nach zwei Reprints in Ultra-Rare, was jetzt keine so teure Rarity ist und in den entsprechenden Sets ja ein bisschen shorter ist als üblicherweise, aber nicht so short ist, dann will ich mir gar nicht vorstellen, was das als Quarter Century Secret Rare angeht. Und wenn die Karte eine Karte wäre, die man auf 3 in einem Deck spielt, dann ist absolut Feierabend. Also dann wird das so insane teuer, das kann sich keiner mehr leisten. Und ich glaube, dann gehen Leute auf Barrikaden und dann wird man sich auch denken so, what the hell? Aber es kann natürlich sein, dass Konami sich auch jetzt denkt, weil wir gehen jetzt von der Annahme aus, dass sie das Set, die Setstruktur gleich behalten, minus die eine Starlight Rare, die weggeworfen wurde, halt diese extra Starlight Rare, dass sie halt das so beibehalten wie sonst. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, okay, diesen Import-Slot-World-Premiere-Pool, den verringern wir um 1. Um damit zu sagen, okay, wir drehen ein bisschen runter, was TCG-Exclusives angeht und was die Imports angeht, weil langsam gleichen sich ja sowieso die Sets langsam an. Es gibt, man braucht gar nicht mehr so viel für die OCG-Sachen, weil den Rest können wir auch über die Nebensets irgendwie schon abfuttern. So, könnte vielleicht so ein Plan sein nach dem Motto, vielleicht will man ja nach dieser Booster-Series vielleicht mal endlich mal auch beides zusammenführen, das wäre auch toll. Aber was man sich dann natürlich sagen kann, ist, okay, wir nehmen einen Platz dafür und reservieren dann diesen Platz einfach für einen Reprint. Und dann wäre das okay. Weil dann hätte ich damit kein Problem, weil dann würden wir quasi
eine Starlight Rare, die wir bisher in anderen Sets hatten, immer als diese Bonuskarte weiter beibehalten, ohne dass man die Leute alle vergrübelt, weil man eine komplett brandneue Karte reinbringt und die absolut unerreichbar für die meisten Spieler bringt. Weil das wäre absoluter Abfalleimer und ich könnte mir vorstellen, dass die Leute sich dann auch dann so denken, so, why? Und ja, ich hoffe, es ist Zweiteres, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es Ersteres wird. Und wenn es das ist, ja, dann glaube ich, wird Konami einen großen Fehler machen, weil ich glaube, dann wird die Spielerschaft wirklich ausrasten, wenn das wirklich so wird. Dadurch, dass wir jetzt da nicht mehr Infos bekommen haben, momentan steht alles in der Luft und wir wissen noch gar nichts, was sein wird. Ich hoffe, das wird Konami innerhalb der nächsten Wochen adressieren, weil ich habe so ein bisschen Bammel, dass sich jetzt wieder irgendwas kommt, dass wieder irgendwie Leute extrem über den Tisch zieht quasi mit dieser einen Sonderkarte. Ich hoffe aber, es wird eher Zweiteres. Ja, das ist so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema gewesen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr, ob ihr das Gleiche denkt, ob es eine von diesen beiden Optionen ist oder ob es vielleicht was anderes ist, was mir jetzt gerade nicht so einfällt. Gerne in die Kommentare unten rein. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit diese News gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.